Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nickelodeon All-Star Brawl. Zusammen mit Cody. Hallo! Oh! Der letzte fehlende Charakter! Oh! Wir hätten eine Proberunde machen sollen, Alter. Ist schon doch wieder lange her. Hätte er eine Proberunde gemacht, wäre er wieder nicht dran gekommen. Er ist endlich da! Michelangelo! Der einzige Charakter, der noch keinen Auftritt in einem unserer Videos hatte. Und jetzt ist es soweit, in Folge 10 und 12. Why lädt das so lange? Oh mein Gott, bitte nicht. Ah, jetzt. Puh. Ich mag die Map. 3! Wie lange denn? Michael Thornberry! Michael Thornberry! Ah! Gott! Michael Thornberry! Oh mein Gott! Ah! Macht dein Affengeräusch woanders! Du Verrückter! Alter! Junge! Michael Thornberry, geht ab! Ah! 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 Man hört auf! Nee! Hey, wait, war das schon immer eine Lasagne, auf der wir fighten? Ja. Echt jetzt? Ich dachte, es wäre immer so eine Wolke gewesen, ne? Nein! Ja! Nein! Ja! Was ein epic Moment! Ah, fuck. Ja, für so ein Chuck so ein bisschen mehr Damage machen sollten. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Und Taunten. Damn. Pizza. Pizza. Au. Das hat weniger gut funktioniert, als ich gehofft. Diese Geräusche, ich kann den Charakter nicht ernst nehmen. Wer versucht zu fighten und du fliegst hoch, macht plötzlich ein Spatzgeräusch wie ein Affe und schreist wie ein Affe. Dann springst du um wie ein Frosch. Nein! Nein! Oh! Was? Was? Junge, was geht denn da ab? Und Taunten! Nee, warte, ich hab eine Pizza geworfen. Warum kann ich eine Pizza werfen? Friss meine Pizza! Arschgesicht. Jetzt kommt die Pizza auf mich zurück. Der ist so langsam! Nein! Wie? Nein!
Michael Thornberry! Au. Oh. Ich kann ihn gar nicht. Weil es noch niemandem aufgefallen ist. Oh Gott, wo hast du den Alligator versteckt? Juhu! Wie lange ist es gedauert, bis ich rausgeflogen bin? What the fuck? Michael, Nigel. Nein, Michael vor allem. Nigel Thornberry! Nigel Thornberry, Digga. Okay. Oh Gott! Oh nein! Oh nein! No, no. Okay, Sim. Jetzt geht's los. Gegen fucking Powder Toast, man. Oh, Toast, man. Sim macht das. Ich glaube an Sim. Sim. Der muss doch schon ganz verkümmerte Beine haben. Stellisch. Ich bin gerade selbst geschlagen. Nein, du hast den ganzen Zwerg einfach ignoriert. Warum kann ich nichts machen? Oh Gott. Was? Den Angriff kenne ich nicht. Ist illegal. Ja, moin! Ja. Oh. Der hat ganz andere Angriffe aus irgendeinem Grund. Dass ich die kenne. Ja, wie hoch ich schon flieg! Ella! Dreh du aus sind. Major Damage. Oh! Gerade gerettet, Alter!
Was willst du machen gegen Powder Toastman? Wir verprügeln auch Menschen mit Brille! Ah! Nein! Stirb! Ah, Zed! Na komm! Mein Comeback! Du bist nach vorne gelehnt. Nein! Pack das Ding da wieder ein, hier sind Kinder anwesend! Nein! Ja! Ach fuck! Oh, Toastman! Nein! Yes! Der Vater Toastman ist ein fucking Gott! Es ist halt echt so. Oh no. Hatten wir schon. Oh no. Ich hab wieder gar kein Glück, die Folge. Gegen nur Bullshit-Charaktere, die ich nicht kann. Oh no. Das wird ein anstrengender Kampf. Hatte ich jetzt gegriffen? Ich hab die Greiftaste gar nicht berührt. So, bitte mal da oben. Können wir mal drüber reden? Haben wir alle dreimal dieselbe Map gewählt? Oder? Weil alle drei Maps, die jetzt heute gekommen sind, waren von mir gewählt. Kann sein. Naja, bis auf die erste. Die erste habe ich auch gewählt. Also da haben wir dann wahrscheinlich beide dieselbe gewählt. Nee, die erste habe ich eine andere gemacht. Achso, hast aber du vorhin auch Spawnsport gemacht? Ja. Ah, okay. Interessant. Ja gut, bei 5 Maps ist es auch nicht so ungewöhnlich. Aber trotzdem interessant. Das ist so eine große Reichweite, das ist echt unnormal. Das ist das Einzige, was ich habe. Wait, was ist? Was macht da oben? Hey, warte, lass mich doch anschauen! Nein! Ah! Also irgendein großes Update haben wir anscheinend verpasst, weil ich kenn den Blick von SpongeBob auch gar nicht. Dem Angriff. Weiß? Den Angriff kenne ich auch nicht. Ja, das ist, wenn du Y nach unten machst. Oh, da hat's kurz gelaggt. Den kann ich nicht ausweichen. Was machst du? Okay, Y nach unten ist keine gute Idee mit Leonardo. Wenn man am Rand steht. Die Reichweite ist aber auch so mies. Ich will wenigstens Damage machen, bevor ich sterbe. Da!
Gute Schilder, Maut. Sehen wie episch das gerade aussah. Das ist bitte. Danke! Ja, beim ersten habe ich zu lange gebraucht, um dich noch zu treffen. Hä? Nein, ich hab mich doch noch gesehen! Mein Arm war noch da! Macht das Damage? Ich frag's mich. Weiß jemand anderen? Ah. Dass ich die Angriff bin, in die falsche Richtung war! Das ist aber auch eine Reichweite, das ist so behindert! Ja! Ich hab auch einen Katana und du hast einen Arm! Ja, und sie beschmoscht, der hat seine Arme schon oft genug breit gewachsen. Breit gemacht! Ich hab meine Arme auch immer breit. Eine Seifenblase, macht die Damage? Yep. Darf ich mich bitte festhalten? What the fuck? Okay. Das ist so, als wären wir ganz am Anfang von der Runde. Auch so spam kannst du mit. Das war auch meine Angriffe unterbrechen. Es ist so ein Bullshit. Warum kannst du meine Angriffe unterbrechen? Scheiß Kanada! Das ist Leonardo echt gefährlich, Mann. Ziemlich gefährlich, wenn ich schon fast selbst runterspringe. Nein! Oh. Nein! Oh. Jetzt haben wir das Blatt mal wieder gewendet! Whee! Wir sehen uns im Jenseits, mein Freund. Dead. Also das müssen die echt nochmal überarbeiten mit Short- und Long-Range-Campern. Ja, da müssen die gar nichts bearbeiten. Doch. Gut, dann wie gesagt, das war's für die Folge. Lasst ein Like, Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Let's Go mir vorbei, schaut bei unserem Twitch-Kanal vorbei. Morgens, nee, morgen nicht, nee. Bis morgen, tschüss! Tschüss!